Der Duisburger Pater Tobias, besser bekannt als der Marathonpater, hat es wieder getan. Und was er diesmal getan hat, ist wirklich extrem besonders. Er hat als einziger Deutscher beim White Continent Marathon in der Antarktis mitgemacht. Wie viel er dabei an Spendengeldern erlaufen konnte und zu welchem Zweck und wie es insgesamt war in der Antarktis, darüber sprechen wir jetzt, denn er ist gerade hier im Studio. Hallo, Herr Pater Tobias. Ja, seit wenigen Tagen wieder hier. Dankeschön für die Einladung. Genau. Vor 2 Wochen war der Lauf nämlich in der Antarktis. Einfach mal jetzt blöd gefragt, wie war's? Kalt. Es war minus 18 Grad und es war sehr, sehr kalt, obwohl dort jetzt Sommer ist. Also in Punta Arenas in Chile, wo wir waren, da waren es plus 15 Grad und wärmer wird es dort auch nicht. Und als wir dann rübergeflogen sind in die Antarktis, dann waren es da minus 18 Grad. Also war eine körperliche Anstrengung. Ja, totaler Wahnsinn. Das macht auch nicht jeder. Warum haben Sie sich entschieden, das zu tun? Also ich laufe ja fast 2-mal im Monat Marathon und laufe für Projekte. Für Kinderprojekte und versuche dort immer wieder Kinder zu unterstützen. Und wenn ich einen normalen Marathon laufe, 42 Kilometer irgendwo hier in der Stadt oder in der Natur, dann bekomme ich halt nicht mehr so viel Spendengelder. Und deswegen suche ich immer Extrem-Marathonläufe, wie damals 2018 der Oman-Marathon, 172 Kilometer bei plus 47 Grad durch die Wüste. Da kam auch ganz viel Geld zusammen. So habe ich dann überlegt, was ist denn das Gegensätzliche von warm, also kalt. Und dann ist mir aufgefallen, hey, da gibt es einen Antarktis-Marathon. Das ist ja ganz was Seltenes, da läuft ja auch nicht jeder. Und dann habe ich mich angemeldet, vor 3 Jahren schon, und bin dann letztes Jahr schon angenommen worden. Aber letztes Jahr stand auch Tokio an und Tokio habe ich ja den 6. Stern geholt. Mhm. Ich bin also auch Six-Star-Finisher und habe mich dann erst für Tokio entschieden. Und der Veranstalter von Boston hat dann gesagt, okay, Pater Tobias, Sie dürfen auch ein Jahr später starten, 2024. Und ja, und jetzt war ich da und es ist eine Menge Geld zusammengekommen. Mhm. Darüber reden wir jetzt gleich. Wir können nebenbei noch in ein paar Bilder reingucken, weil das ist ja wirklich schon sehr, sehr besonders in diesem Terrain. Wie hat denn die Streckenführung da ausgesehen? Weil ich habe gehört, das war ein bisschen anders, als man es so gewohnt ist. Ja, wir sind ja am späten Nachmittag gefahren. Der Flug sollte eigentlich morgens sein, montags morgens, aber da waren wieder Schneeschauer. Und es, wie gesagt, es ist auch Sommer jetzt in Antarktis. Und dann kamen wir gegen 21 Uhr abends an. Wir mussten schon die Laufkleidung vorher im Hotel anziehen. Das heißt, wir sind direkt nach der Landung praktisch an den Start gegangen. Und also es gab da keinen Flughafen in dem Sinne, sondern es gab da Container, da konnten wir uns kurz aufwärmen. Da gab es Kaffee und Tee und dann ging es direkt um 22 Uhr an den Start. Es war noch hell, es wird relativ spät dunkel in der Antarktis. Und die Sonne ist dann so ungefähr so zwischen 12 und 1 Uhr dann untergegangen. Und dann sind wir also praktisch in die Dunkelheit auch gelaufen. Es war ein Schotterweg, praktisch vom Flughafen direkt 1 Kilometer hin und dann wieder 1 Kilometer zurück. Es war zurzeit die Vogelgrippe in der Antarktis. Das heißt, wir durften auch nicht so nah bei den Pinguinen sein, sondern die Strecke wurde vorgeschrieben von der chilenischen Regierung. Und 1 Kilometer hin, 1 Kilometer zurück, das war jetzt keine flache Strecke, sondern auch Höhenmeter. Und das war total anstrengend, weil es war ein kleiner Berg da drin, den muss man wieder runterlaufen, anschließend wieder hoch und wieder runter rauf und das mehrmals. Also es war schon sehr, sehr anstrengend und dann kam die Kälte dazu von minus 18 Grad. Da hat der Körper schon ziemlich viel zu tun gehabt. War das der herausforderndste Lauf, den Sie gemacht haben? Ja, neben dem Oman-Marathon, der war sicherlich noch anstrengender, weil er über 4 Tage ging. Aber das war sicherlich der zweitanstrengendste Marathon, den ich jetzt bewältigt habe. Ich bin sehr stolz darauf, weil in der Antarktis läuft auch nicht jeder Läufer. Man muss lange warten, bis man dort auch angenommen wird. Man braucht Sponsoren, die das finanzieren. Und ja, ich habe es dann versucht, bin auch an den Start gegangen und bin überglücklich, dass ich dann auch die schöne Medaille dann mit nach Hause genommen habe, wo dann so 4 kleine Pinguine draufstehen. Und Ihr Ziel war, 12.500 Euro zu erlaufen durch Spenden. Warum diese Zahl? Ja, 12.500 kommt daher, ich laufe für die Schlieffenstift-Schule in Oberhausen und die bräuchten unbedingt neue Sportrollstühle. Und diese Sportrollstühle kostet einer, wenn man einen guten haben möchte, 2.500 Euro. Und da habe ich gesagt, okay, ich bekomme bestimmt 5 zusammen. Und daher diese Summe dann auch. Und ja, jetzt sind es aber doch ein bisschen mehr geworden, weil das war vor Weihnachten, wo ich schon Werbung gemacht habe, Flyer verteilt habe. Die Presse hat darüber informiert. Und jetzt sind es zurzeit 24.500 Euro. Also so, dass ich so, glaube ich, so 10 jetzt anschaffen kann. Und am Donnerstag ist dann auch die Scheckübergabe. Und ich freue mich schon jetzt auf die leuchtenden Kinder und Jugendlichen und auch die Lehrer der Schule,
die dann diese Summe dann letztendlich geschenkt bekommen, um dann die Sportrollstühle anzuschaffen. Wow. Also über 22.000 Euro. Wie ist das genau zusammengekommen, dieses Geld? Ja, es sind genau 24.500 Euro, also ein bisschen mehr sogar schon. Durch Flyer, die wir verteilt haben, durch Presse, Medien, wurde dieser Lauf bekannt gegeben. Und natürlich auf Facebook, Instagram, TikTok. Ich habe für überall Werbung gemacht und darauf aufmerksam gemacht. Und die Leute waren dann alle begeistert. Wow, Pater Tobias läuft in der Antarktis, sind Sie verrückt? Wir brauchen Sie doch noch, ist so viel zu gefährlich. Ich habe gesagt, okay, dann spendet aber alle ganz schön, wenn das war. Es war wirklich abenteuerlich und auch sehr, sehr anstrengend. Und das haben die Menschen einfach honoriert auch, dass ich dann für nicht für mich selber gelaufen bin, sicherlich auch, aber dann besonders für die armen Kinder oder für die Jugendlichen jetzt gelaufen bin, die halt dringend diese Sportrollstühle dann auch benötigen. Ne? Also gar nicht große Sponsoren diesmal im Spiel gewesen? Sponsoren schon, die auch teilweise die Reise finanziert haben. Und da blieb aber noch ganz viel über, so dass ich dann auch Sponsorengelder und Spenden zusammengelegt habe. Und dann kamen wir auf diese Summe von 24.500 Euro. Es ist echt Wahnsinn. Ich habe da nicht mit gerechnet. Und deswegen mache ich immer so zwischendurch so Extremläufe. Das wird doch mehr finanziert und mehr gespendet, als wenn ich jetzt fast alle zwei Wochen Marathon laufe, wo dann 3.000, 4.000 Euro zusammenkommen, was ja auch sehr, sehr viel ist für Projekte. Aber so größere Summen, da muss ich immer gucken, wo kann ich auf dieser Welt wieder so einen nächsten Extremlauf machen. Sind wir gespannt, wofür Sie sich das nächste Mal entscheiden. Dann bekommen wir bestimmt wieder die Bilder und sprechen wieder drüber. Herr Pater Tobias, danke, dass Sie da waren für das Gespräch. Ja, danke auch. Ich habe mich gefreut.